hier ein super flinkes und flottes Rezept für eine Bananen-Haselnusscreme. Hallo und herzlich willkommen bei Janas Hot Kitchen. Heute machen wir eine Blitz-Bananen-Haselnusscreme. Also ich will auch nicht lang schnacken, fangen wir an. Ich habe hier 50 Gramm naturbelassene Haselnüsse, die zerhacke ich jetzt und danach rösten wir die an. So, dann rösten wir jetzt die Haselnusskerne an, ohne Fett und Öl, ohne Öl. Nicht zu doll, sie sollen nur leicht duften. Wenn ihr das zu doll macht, werden sie nachher nur bitter und das wollen wir ja nicht. So. Ja, oh, jetzt fangen sie an zu duften, auch gut warm. Ja, jetzt nehme ich die einfach von der Herdplatte und wir machen auch schon weiter. Hier habe ich 200 Milliliter Sahne, die schlage ich jetzt einmal steif. Fest. Jetzt schlage ich zwei Eigelb mit 30 Gramm Rohrzucker und ein Teelöffel Vanilleextrakt schaumig auf. So, jetzt zerdrücke ich mit einer Gabel zwei Bananen. Müsst ihr mal schauen, je nachdem wie reif die bei euch sind, könnt ihr auch mit dem Zucker halt ein bisschen reduzieren oder ein bisschen mehr nehmen. Oder wenn ihr sagt, Rohrzucker habe ich gerade nicht zu Hause, könnt ihr normalen Haushaltszucker auch nehmen. Oder halt Honig. Beim Honig aber dann nicht ganz so viel, weil das dann zu süß wird. So. Bananenmus jetzt zu der Eigelbmasse geben. Und zwei Esslöffel Mascarpone. Es geht schon wieder los. Und nochmal verrühren. Jetzt hebe ich die Sahne unter. Und ungefähr die Hälfte von den Haselnüssen. Rest brauchen wir noch zur Deko. Jetzt können wir auch schon uns die Creme abfüllen. Hier erstmal vier Gläser. Das mit Sahne würde ich nicht komplett verrühren. Die Creme stelle ich jetzt in den Kühlschrank für mindestens 2 Stunden. Dann wird sie auch fester. Also ist das ein gutes Rezept, um das auch einen Tag vorzubereiten. Und fertig ist die Bananen-Haselnusscreme. Ja, ich habe die mal dekoriert, nochmal mit den Haselnusskernen und ein bisschen Schokolade. Ihr könnt auch Haselnuss noch krokant drüber machen, ihr könnt Schoko-Chunks mit drüber machen, vielleicht ein paar Kekse zerbröselt. So, dann probiere ich mal. Die Creme ist übrigens fester geworden, schaut mal. Die ist so lecker, diese Creme.
Wenn ihr diese Creme nicht ausprobiert und nicht nachmacht, habt ihr wirklich selber Schuld. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Nachmachen. Habt alle einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. So schnell wie der Wind eine Bananen-Haselnuss-Creme. Und ich bin schon weg. Oh, what?